In Kiel und Hannover regionale Tarifgespräche in dritter Runde statt. Dabei kam es zu keiner Annäherung. Die Gewerkschaft will deshalb ihren Warnstreik morgen fortsetzen. Schwerpunkte sollen die Tarifgebiete Mitte und Küste sein. Bei einem Raketenangriff auf Gebäude im Norden des Gazastreifens sollen nach palästinensischen Angaben mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen sein. 150 wurden demnach verletzt. Laut Behörden waren in einem der Häuser Flüchtlinge untergebracht. Aus Tel Aviv, Julio Segador. Die israelische Armee hat sich bislang zu den Meldungen und der Opferzahl noch nicht geäußert. Am Morgen gab das Militär in einer Pressemitteilung nur an, dass es nahe Jabalia etwa 40 Hamas-Kämpfer getötet habe.